Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Party Escapist 2. Wir sind hier immer noch im dritten Gefängnis in, ich habe den Namen des Wilden Westens hier vergessen. Ja, das war's komplett und, ja. Was hatte ich eigentlich nochmal vor? Ich wollte irgendeine Scheiße machen, ne? Ich glaube, die Mission abschließen? Warte mal, was muss ich hier eigentlich machen alles? Ah, okay. Was muss ich hier machen bei Papier? Okay, dann muss ich hier... Das hier... Plus, wo sind die? Habe ich eigentlich genug Geld verdient? Weil ich will auch die Tipps haben. Weil ich will ja alles machen, was ich machen kann. Ich weiß nicht mehr, was ich genau vorhatte im letzten Part. Irgendwas hatte ich vor. Ich weiß nicht, ob das hier war, aber ist ja auch egal. Letzter Part war letzter Part. Dieser Part ist dieser Part. Bobby. Bobby, ey. Warte mal. Nein, die möchte ich hier hinlegen. So, Moment. Hier. Hübsches Gemälde soll ich mal. Warum, wenn er handwerklich begabt sein muss oder? Na gut, andererseits Dinge. Ich bin auch oft faul. So, deswegen. Kann ich teilweise nachvollziehen, aber wo ist jetzt das andere Dings? Oh, sag nicht, die haben das irgendwie eingesteckt oder so. Hier ist. Rote. Warum ist hier eine rote Tür? Hä? Wieso? Weil wäre mir neu, dass man hier ausbrechen kann. Das einzige... Weil hier ist ja der Besucherraum. So. Hier kann man ja... Hier ist ja Besucherraum. So. Da ist einfach nur ein Bücherregal, aber das müssten sie ja auch nicht wegsperren. Und hier glaube ich auch nicht, dass man irgendwie ausbrechen kann. Ich verstehe echt nicht, was die rote Tür hier soll. Ah gut, vielleicht hat sie doch Sinn und Zweck oder die Entwickler haben, ja, gedacht, wir verarschen den Spieler oder vielleicht haben sie auch einfach, ja... Scheiße gebaut, wer weiß. Vielleicht auch nicht, vielleicht hat es ja Sinn und Zweck. Da kann ich sagen, okay, intelligent genug bin ich, das ist... Nein? Okay, ich habe nichts gesagt. Gut, ich aktuell hier... Arbeitszeit, okay, dann gehe ich schnell rein. Ey, komm mal her. Das regeln wir selber. So. Ach ja, stimmt, ich... Das könnte theoretisch halt nützlich sein und das hier, damit er neue Sachen holen muss. Und hey, vielleicht wenn der immer noch so bleibt, hätte ich den dann benutzen, falls ich den Job annehme. Könnte sein, kann nicht sein. Ja, für seinen Dings brauche ich einfach 60 Verstand für sein scheiß Gemälde? Was ist er denn für ein Harald, ey? Oh, ich muss auch die Wachen K.O. schlagen. Ich weiß gar nicht, wer welchen Schlüssel hat. Weil ich glaube... Nein, du machst deinen Job nicht fertig, ey. Denkst du, wer du bist, Junge? Nice. Niemand hat was gemerkt. So. Zack. Diesmal ohne Eimer hier. Also ich beeilen muss, der Typ, ey. Denkt eigentlich, wer der ist. Bringt den bitte da, wo in mein... Wobei, nee, bringt den weit weg. Ich hasse euch. Wobei, ich glaube, einmal wurde ich weit weggebracht im einen Gefängnis, weil ich zu viele Leute K.O. geschlagen habe. Dann haben sie mich ewig weit weggebracht, wo ich den einen Job wegmachen wollte, von für den einen Auftrag. Ja. Wo ich dann nachher den grünen Schlüssel für hatte, den wir, glaube ich, gar nicht gebraucht haben. Keine Ahnung mehr. Ich meine, so war das, aber kann nur sein, dass ich mich da vertue. So, was du? Hier bist du. Nice. Müsste gefeuert sein. Ja, komm, hau. Jetzt kriegst du einen Ärger, du Opfer. Ich habe halt gemerkt, dass halt irgendwas ist. Ich wusste nicht, ob Appell ist oder Sportzeit, weil ich halt nicht so auf die Zeit geachtet habe. An die Waffen, ja, von mir aus. Warte mal, ich glaube, das ist dann ganz versteckt, ne? An die Waffen. Weil ich meine, das wäre dann unten, wo ich nicht hin kann. Und hatte der eine Typ nicht auch eine Mission? Der im Sport mit drinne war. Ich glaube, einer daneben hatte auch einen, aber irgendwie, keine Ahnung. Ist ja auch egal, ich will hier das hier kurz abschließen. Ich habe ja jetzt 60, ne? Ja, genau. Gut. Weil, ich will halt auch die Ausbruchstipps zeigen und halt, also, ich will halt hier 100% überall haben. Zumindest in Solo. Ich weiß noch nicht, ob ich Bock habe, im Multiplayer das zu machen. Weil, ja, was soll ich sagen, ne? Ihr kennt mich so. Ich bin ein einsamer Wolf, so. Ich bin gerne alleine. Und ich kann nicht duschen? Nicht? Was ist das denn für eine Scheiße? Wieso wird das Wasser hier abgestellt? Oh shit, jetzt bin ich enttarnt. Scheiße. Gut, da hoffentlich, da sind sie dämlich, ich meine. Aber wobei, andererseits, gerade mache ich ja nichts Verdächtiges. Sie haben ja nicht gesehen, wie ich aus der Uniform raus bin, außer der Sniper, aber das ist dem ja egal anscheinend. Deswegen,
Genau, der ist ein Trottel, genauso wie du. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, die kaputt zu schlagen. Das mache ich vielleicht später. Mal schauen. Ah, nice. Bücher. 5 Personen hatten den Platz. Wobei nur 4 mitspielen können. Aber das heißt nur, aber ist eigentlich ganz cool. Gemacht von den Entwicklern. Für den Fall, dass, ja, man zu mehreren spielt, falls man sowas wie Freunde hat, was auch immer das sein soll. Und wozu man auch immer das gebrauchen kann. Ich bin am liebsten alleine. Gibt zwar auch so einen kleinen Scheißhaufen, der an meinem Schuh klebt, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Die Dusche war es, ne? Nicht ganz. Auch weird, manche Duschen sind wohl abgestellt oder ist es ein Buggy? Aber könnte auch sein, dass sie hier einfach gesagt haben, ja, ein paar Duschen stellen wir ab, um es nochmal ein bisschen trickiger zu machen. Ja. Aber soll mich ja auch nicht jucken. Wo ist denn der Typ, dieser Leeming? Sag nicht, der ist irgendwo, wo ich nicht rein kann aktuell. Du bist Leeming? Hab ich den nicht K.O. geschlagen oder was der andere? Ich glaube ja, ne? Oh, da ist sogar ein Dings für mich hier. Nochmal Dresche. Du willst Dresche? Hier. Ich weiß, der wollte, dass Leslie Dresche bekommt, aber ich konnte nicht widerstehen, den nochmal K.O. zu hauen hier. Ich meine, ich hab, ist nichts Persönliches, aber ich hatte halt einfach Bock zu und ich bin halt ein Arschloch, so. Was soll ich sagen, so, ich bin ehrlich, so. Und du, bei dir ist nichts Persönliches, so ist einfach, weil ich dafür bezahlt werde. Oh, scheiße. Warum ist das auf einmal so verdächtig? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Egal, hat's jetzt auf die Fresse bekommen. Zahnseide? Zu still für deinen Geschmack. Niemand interessiert deinen Geschmack. Mittagszeit. So, wo ist hier eigentlich der... Leeming, warte! Das ist nur ein Auftrag für mich. Mutteropfer, nice. Wer will hier eigentlich die... Ich liebe Kunst haben? Wer will das haben? Wie der ist K.O. geschlagen? Achso, das ist falsche Dings. So. Die Waffen? Ah, hier. Also Klebstoff soll ich zerstören? Okay. Von mir aus. Das ist ja schade um den Kleber. Und was machst du eigentlich hier, Kollege? Da bist du einer der... Achso, Mato, okay. Kann man nicht mit interagieren mit dem Typen. Habe ich eigentlich meine Zelle gesaved? Ich glaube nicht, ne? Na gut, aktuell brauche ich sie auch nicht. Ich denke, ich werde es trotzdem machen, weil hat ja gut geklappt in Center Perks. Am Twain ging das nicht. Ja, euch muss man eine Lektion erteilen, aber nicht jetzt. Nicht beim Appell. Ich habe keinen Bock, weggesniped zu werden gerade. So, aber ich müsste euch auch mal einen nach dem anderen weghauen. So, Blatt Papier wollte irgendwer haben? Ah, okay. Das muss ich in seinem Pult liefern, sehen wir das auch mal. Aber gut, so relevant ist das ja auch nicht, ob ich das ihm gebe oder im Pult liefere, ist ja... Aber trotzdem gutes, gute Variation hier. Ist halt an sich auch ein richtig geiles Game, wie ich finde. Ah gut, das denke ich über jedes Projekt, über jedes Spiel, was ich zeige, auch wenn es nicht immer so rüberkommt, aber so ist das halt, ne? Manchmal ist es schwer, die Dinge leiden zu können, die man feiert. Häftlingskleidung? Ist das nicht von... Ich bekläue jetzt erstmal meinen Dings hier, meinen Dings-Kollegen. Ich dachte eigentlich, der Madrizio ist mein Dings. Gerade aber gut, dass ich den nicht in meine Zelle eingeladen habe. Denkt er sich auch nur, ja, nice. Typ hat es voll verwechselt. Normalerweise haut er mich immer, wenn ich da reingehe. Arbeitszeit. Ah, ich könnte wieder den einen Typen verkloppen, aber eigentlich kann ich das immer noch machen. Ich glaube, der ist noch nicht ganz gefeuert. So. So. Das hier hin, das hier hin. Okay, meine Zelle wird nicht überprüft. Häftlingswertung für Mandrizio, der hier rumläuft. Mandrizio, Mandrazio hier. Manchmazio. Mr. Irkbis tut hier Klebeband rein. Das und das. Genau, Mr. Psycho. So, hier einmal hin. Ach, der hat einen Job oder was? Müsste eigentlich so sein. Ja, dann kann ich da auch nicht rein und dem das abgeben. Ich weiß nicht, ob ich die Taschentücher aber brauche, aber schadet ja nicht. Ah ne, du hast keinen Job. Okay, dann hier. Warte mal, du hast noch einen? Gib her. Ja. Sanitäterkleidung. Okay. Was, die finde ich auch einfach im Pult? Jetzt habe ich die so da reingelegt. What the fuck, ey? Die findest du auch, glaube ich, nur bei einer Quest, sonst gar nicht.
Aber gut, ich glaube, die ist auch nicht so geil gepolstert, will auch einer haben. Okay. Kann ich nachvollziehen, weil die ist halt robuster als die normale Gefängniskleidung. Ich weiß auch nicht, ob die besser als die Guard-Kleidung ist. Scheiße, ich muss weg hier. Ich bin dumm. Manchmal. Ja, ich weiß jetzt nicht wohin. Ich gehe mal hier hoch. Hier rein. Na, das hat er nicht gesehen. Ziel erledigt. Ja, ja. Verpiss dich. Nein! Du bist so ein gestörter Kürbis manchmal, Alter. Drecksack. Oh, scheiße, das geht wieder hoch, weil die... Oh, wie schnell geht denn die Arbeitszeit auf einmal vorbei? Das ist uncool. Wäre die Schule mal so schnell vorbeigegangen, ey. Hatte ich auch schon gesagt. Durchzeit, okay, Durchzeit ist mir egal. Hallo. Begrüße mich selber erstmal. Und euch. Ja, das ist scheiße, dass Durchzeit ist. Ja, wie soll ich das abschließen? Gerade. Außer ich könnte das ablegen, aber es besteht die Gefahr, dass das irgendwer findet. Oder ich lasse die Durchzeit ausfallen und nehme den Stern in Kauf. Ja, ist auch eine Idee. Außer der Scheiß würde mal runtergehen hier. Hä? Ah! Okay, wo ist die? Andrezio? Psst. Hier. Mach ich zwar eigentlich ungern, aber hab keine andere Wahl. Liming, wo ist er? Ach, da ist er. Okay, wo rennt er hin? Abendbrotzeit ist in Ordnung. Hauptsache nicht mehr zu. Verpiss dich doch, meine Fresse, rede nicht immer mit mir. Gib's direkt auf die Fresse. Ich hab schon wieder gesucht wegen dem Scheiß. Ich will nicht mit euch reden. Niemand will das. Mit meinen Mithäftlingen reden hier. Wärterkleidung. Okay. Lass mich raten, die ist irgendwo versteckt. Wo ich aktuell nicht hinkomme, oder? Nicht? Nee, ist auch in einer der Zellen. Okay, cool. Easy. So easy einfach alles hier. Also kann es sein, meine ich. Muss ja nicht unbedingt sein. Keine Ahnung, ob ich das gebrauchen kann. Könnte sein, kann nicht sein. Tun wir es mal hinlegen einfach. Ja. Da könnte ja alles später relevant sein, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich brauche für den Ausbruch, aber ich. Meine Bolzen, den Ding, Dildo da. Den beigen Dildo, der da rumliegt. Und noch irgendwas. Holz oder so. Für einen Ausbruch. Glaub. Ich bin mir nicht sicher. Man dreht hier. Psst. Yes. Gefallen. Ja, ich bin der Neue. Verpisst euch. Es gibt auch die Fresse vom Neuen. So, wie viel haben wir an Geld? 200. Wo sind die Tipps? Wo sind die Tipps? Hier ist auf jeden Fall einer. Den kann ich mal vorlesen. Alles for free. Etwas Hilfe für euch alle. Hab noch keinen einzigen Arbeiter gesehen, der hier rumgeschnüffelt hat. Dieser Ort ist vielleicht gut geeignet, um sich nach unten zu graben und in die Mine zu gelangen. Das wurde der. Ja. Der einer der Eingrenzungsausbrüche, wobei könnte auch sein, dass der zum Multiplayer, der Multiplayer ist und der Eingrenzung extra zählt. Weiß gerade nicht genau. Hier ist ein Pult. Holy shit, ey, bin ich jetzt, ey. Na stimmt, die hatten hier mehrere Ebenen. Und ja, es wird nicht einfach werden, fürchte ich. Aber ich bin auch nicht einfach. Und ich hatte auch einen Kommentar gelesen gehabt, wo ich stand, ich hätte in Center Perks den Schlagstock upgraden können von den Wachen. Also diesen Super-Mega-Schlagstock da nochmal upgraden können. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das werde ich auch gerne ausprobieren, wenn ich das nicht vergesse. Und ey, wenn das stimmt, danke auf jeden Fall für den Kommentar. Ich weiß es tatsächlich nicht. Nie gewusst, nie ausprobiert. Also ich weiß halt vieles über die Games, die ich zocke, aber halt auch nicht alles. Bin halt auch nur ein scheiß Mensch. So. Scheiß Mensch. Wobei, ist ja eigentlich nicht verwerflich, oder? Wenn man sagt scheiß Mensch so, weil man schließt niemanden aus und jeder wird gehatet. So. Von einem. Das ist doch, denke ich mal, eine ganz okay Sache hier. So. Jetzt so versehentlich den einen, der da kam, oder die eine, was auch immer. Ja, versehentlich am Hauen und so. Alufolie. Ich weiß nicht, wofür ich sie brauche, aber wenn... Dann ist sie sehr seltener zu finden, als wie der andere Kram, der da mit drin war. Aber ich weiß halt nicht mehr. Wie gesagt, ich weiß halt nicht mehr, deswegen
Ah, hier ist eine rote Tür, da komme ich nicht weiter. Wo sind diese Telefonzellen-Tipps, ey? Weil die will ich halt auch mitnehmen hier. Und am besten, bevor wir anfangen auszubrechen. Dass ich die Ausbrüche halt back-to-back wieder machen kann in den Parts. Das war eigentlich ganz gut. Hier ist auch noch was hier. Hier ist ein Raum, wo ich den Lüftungsschacht machen könnte. Dann wäre ich... Zeig mal die Map her. Lüftung, hier. Wo führt die hin? Hier, oder? Hier und hier, aber was ist denn da? Aha. Na, keine Ahnung, was das bringt. Müsste ich sehen. Aber ich denke, das wird nicht ohne Grund sein. Oh shit, ich muss zum Appell. Fuck. Das ohne... okay. Die Person kommt auch ein bisschen verspätet zum Appell, bin ich nicht der Einzige. Ja, jetzt die Frage, wo sind hier die Telefonzellen? Das weiß ich gar nicht mehr gerade. Aber egal, Bobby muss ich ja Künstlerfarbe besorgen und so. Ah, immer diese Bobbys, ne? Und ich müsste auch schlafen gehen. Aber ich gucke auch mal nach dem Rezept, ob da was steht mit dem Schlaf. Ich habe Telefon vorne gefunden. Okay, rutsch los. Viehtreiber. Das ist der Trip, den ich kenne, der ist cool. Hey, wie läuft's da drin? Ist alles in Ordnung? Ich habe einige saftige Informationen, die du vielleicht hören willst. Einmal sagt ein Insasse mit dem Namen Stringer, dass man einen Weg... Ich denke, die meinen Stinger, also den legendären Wrestler Sting. Dass, wenn er einen Weg finden könnte, ein Seil vom nördlichen Gebäude des Ladens rüber zu schießen, er per Seilrutsche hier herauskommen könnte. Bis heute weiß niemand, ob er es geschafft hat oder nicht. Er mochte keine lauten Geräusche, aber verdammt hat er gesessen. Gegessen. Gesessen, gegessen. Viehtreiber. Okay. Ah, cool. Und da heiße Schokolade. Dann gehen wir schnell in die Zelle rein. Und ja. Schaue ich im nächsten Part mal, ob das möglich ist mit dem. Also, ob ich das in den Rezepten sehe. Außer wir können es bis dahin dann herstellen. Halt die Schnauze. Ganz ehrlich. Ja, shit, dann muss ich das kurz hier. Wobei, ja, doch. Ja, das kann ich eigentlich erstmal wieder abbrechen, weil. Ja, wobei, ich weiß nicht. Vielleicht geht das auch. Mal gucken. Wir gehen schlafen. So. Ab ins Bett. Weil vielleicht können wir das ja doch herstellen. Also ich soll ihm halt eine Waffe craften, nämlich einen Baseballschläger mit Nägeln natürlich. Das ist ganz cool, vor allem in der Apokalypse. Also Baseballschläger ist ja auch so schon meine Lieblingswaffe, aber dann noch mit Nägeln oder mit Stacheldraht wäre schon... Stacheldraht wäre am geilsten, aber mit Nägeln kommt halt auch geil dran. Ich guck mal eben bei 70, weil wir haben ja hier 70. Und zwar toller Baseballschläger. Vielleicht soll ich den craften, aber ich weiß es nicht. Kann sein. Wenn, dann kann ich ihn halt nicht benutzen. Enterhaken ist auch hier. Und das brauchen wir, die Armbrust, um für einen Ausbruchstipp. Viehtreiber. Toller Metallschlagstock. Yo, es stimmt. Danke für den Tipp in einem der Parts. Also, wer auch immer das war, danke. Gerne, also wenn ihr natürlich etwas der wenigen Dinge wisst, die ich nicht weiß, gerne in die Kommentare einfach schreiben. So, mein Zellengenosse, der braucht locker keine Decke hier. So, nehmen wir hier mit. Nehmen wir hier mit, weil ich lege was auf den Boden in der eigenen Zelle. Das müssen die nicht wissen. Ich hoffe, mein Nachbar verrät das auch nicht. Weil wenn, dann kriegt er, also für ihn hoffe ich das, weil er kriegt dann auch die Fresse. Also wenn er dann dauerhaft Knockout ist und, ja, die Zeit hier im Knast noch schlimmer für ihn ist als ohnehin schon, da muss er sich dann nicht beschweren oder wundern, also. Aber warte, ich kann noch Sachen kaufen jetzt. Ich bin ja Witchy hier. Aber ich weiß nicht, vielleicht spare ich mir das auch, aber... Warte, ich habe Geld verloren? Ich hatte doch über 200. Was war denn der Scheiß? Ich habe nichts gekauft. Achso, doch, die Tipps, okay. War gerade lost. Stimmt ja, ich habe ja die Tipps. Die Tipps kosten ja Geld. Ja. Ist okay, nehmen wir Miet. Und nehmen wir... achso, du bist Dings? Ja, dann nehme ich hier mal die... Achso, ich habe nur 10. Ich wollte auch eigentlich mit du reden. Also... Ja, Hammer und Brechi könnten halt nützlich sein, deswegen nehmen wir mal mit, einfach mal. Ich dauer auf der Flucht bin vor allem und eben hier. Ist auch wild. Warum hole ich eigentlich Sachen, wenn ich eh keinen Platz im Inventar habe? Das ist auch irgendwie dämlich, ne? Ja. Vor allem könnte sein, dass die durch das eine hier... Ich glaube, das Geländer, das braucht noch ein Ding hier. Ein Ding braucht das, glaube ich, noch. Ich hoffe auch, die durchsuchen nicht die... Na, meinen Dings hier, Zelle oder die des Nachbarns. Arbeitszeit, noch habe ich Zeit. Ich hoffe, ich mache das nicht wieder zu lange hier. Okay,
Ich hoffe auch, die Leute kommen hier nicht unbedingt rein. Bolzen schon wieder. Nehmen wir auch nochmal mit hier. Besenstiel. Besenstiel ist, glaube ich, hier auch wichtig. Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine ja. Also Klebeband auch für die Armbrust natürlich. Oh shit, fast das Holz abgelegt. Das soll natürlich nicht sein. Ja, halt die Schnauze. Das ist also irgendwie auch so. Aber ich glaube, wir brauchen auch einen Key. Einen roten meine ich, aber keine Ahnung. Wo ist jetzt dieser Mandrizio? Achso, soll ich zerstören für ihn? Okay. Ist okay. Ah, du bist Mandrizio, stimmt, ja. Hat den, vielleicht just von weggeboxt, wenn da niemand wäre. So einfach so aus Lust und Laune kann man das, denke ich, mal machen. So, wobei, nee, die Sachen hebe ich nochmal auf, da muss ich jetzt nicht. So. Ja, vielleicht soll ich hier auch nach draußen legen, hier, weil, ich meine, nachts kann ich dann nicht zugreifen auf die Sachen, falls ich mal draußen rumlaufe nachts. Weil die Zellen sind ja zu, sonst müsste ich da halt mit dem Schraubenzieher immer die Dinger von den Zellennachbarn da wegmachen. Und das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin faul, hatte ich ja erwähnt gehabt. Das ist nicht meine Zelle, da kannst du rein, Kollege, Kollegin, wie auch immer. Also das Stasek-Igrasek. Wobei, eigentlich kann ich bei Stasek-Igrasek, krasser Name, oder wie auch immer der heißt, Stasek-Igrazek-Igrazatek-Gastetik, wie auch immer der Typ heißt. Nägel. Die wären für den Basic gut, aber... Was? Habe ich da nicht abgeschlossen? Doch, okay, gut. Wollte schon sagen. Hat mich halt gewundert, wenn... Ah, scheiße, ich bot's ja auch protected. Ich hoffe nur, der Kollege hier verreitet mich nicht. Weil wer der ist, eine Snitch, dann werde ich ihn die ganze Zeit verprügeln, so. Ich werde dann nicht mehr aufhören damit, Leute. Das wünsche ich dem nicht. Weil dann hat er auf jeden Fall Verruf, okay. Liming. Okay. Ah, scheiße, warum jetzt, Arschloch, Mann? Wie soll ich damit hier durch, Mann? Ich hasse ihn, ne? Weißt du was? Ich gebe dir das wieder. Wer war das? Liming. Wer ist Liming? Du bist Liming. Du kriegst das hier wieder. Fertig. Hier, Arschloch. Hast du deine Scheiße? Ist mir egal. Pff, geht halt unsere Dings runter. Ist mir egal. Nimm ich jetzt echt nicht auf mich. Das ist es nicht wert, dass ich gleich K.O. geschlagen werde. Das kann er vergessen. Okay, der hat einen roten Schlüssel. Ich habe hier Zahnpasta. Ich habe hier Talkum. Und ich habe doch mal Unmengen an Klebeband. Vielleicht kriege ich den noch hergelockt an meinem Zelle. Schnell, schnell, schnell. So, dann. Oh nee, er geht schon weg, ey. Fuck. Ja, das lasse ich jetzt, glaube ich. Aber ich bereite das trotzdem schon mal vor. Fürs nächste Mal. So. Finde Tasse heiße Schokolade. Okay, von meinem Zellennachbarn. Ah, wäre gut, wenn hier nochmal einer, wenn der nochmal mit dem roten Schlüssel hier langläuft. Das wäre ganz gut. Tintenfass, keine Ahnung, ob ich das brauchen werde irgendwann. Deswegen am Boden. Der Boden ist auch so voll Zug. Aber kein Juckt's hier. Achso, das war der. Ich wollte eigentlich gucken, was er so hat an Ding. Okay. Du hast sowohl beides gefallen als auch Geld. Das hatte ich auch noch nie. Ist das ein Bug oder was? Provisorischen Elektroschocker. Yo! Und das meinte ich halt mit, das ist das Geile, was wir halt herstellen können. Weil, mit Klebeband und Batterien halt. Weil bauen wir uns halt ein Energiemodul. Und dann können wir das halt zu einem Elektroschock halt machen. Und dann sind die halt One-Shot. Oder Two-Shot? Ne, One-Shot. Aber kannst du halt nur viermal benutzen. Dann ist das Ding kaputt. Aber ist halt eine geile Sache. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das sich lohnt, den TDM kaputt zu hauen. Ich weiß ja nicht, welchen Schlüssel der hat. Weil klar, kann ich mir vorstellen, aber ja, ist halt auch Whisky. So, geben wir ihn einfach ab, den Elektroschocker. Naja, wir brauchen auch keinen, so. Ich meine, halt, wo sind auch die Superguards? Das wüsste ich gerne, aber ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Ich meine, ich weiß, wo. Nice. Ich hoffe, das hat ordentlich Geld gegeben, Kollege. Finde Peitsche. Das als letztes, als eher den Elektroschocker als letztes genommen, weil der halt viel geiler ist als die Peitsche, aber naja. Jedem das seine, ne? Aber müsste eigentlich ordentlich Geld geben, weil ich schließe ja das komplett ab. 3 von 3. So. Deswegen. Aber die haben auch immer Jobs anscheinend, also das nimmt kein Ende. Nimmt und nimmt kein Ende, finde ich gut. Peitsche. 25 nur. Was soll denn der Scheiß? Ist ja auch wenig eigentlich. Darüber nachdenken, was ich alles mache für ihn. So, habe ich was Verbotenes bei? Natürlich. Eigentlich immer. Deswegen.
creative werden hier. Mach mal Lockhart. Okay. Das ist auch ein Name. Lockhart, ja. Wer bist du? Oh, du bist... Ja, komm, Sniper, komm. Mit in meine Zelle mit dem hier. Das war nicht der Sniper, das war er hier, der mich angeblich gehittet hat. Ja, komm, auf zu blocken. Komm einfach her, du Pussy. Eckless, Junge. Denkst du, wer du bist? Ah, shit, ich hätte zwei Kneten vorher machen sollen, nicht Dolmenbart. Ach, shit, das hätte ich auch erstmal liegen lassen können. Ey. So. So, dann. Nein! Verpiss dich, Medi! Und ich hau dich kaputt, wenn du mir das versaust. Meine Fresse, immer diese scheiß Medi... Jawohl, der wollte nicht schießen, weil ich ihn getragen habe, der Otto. Aber sicher, sicher, deswegen Klebeband. Sorry. Wobei, Eisenstange... Ach, egal. Klappt schon. So, deswegen... Das kann ich auch mal kurz hier hinlegen, eigentlich. Wobei, das ist nicht so wichtig, eigentlich. Jetzt kann der Staseki Grasek haben, oder so. In seinem Pult, der hat eh nur Müll hier drin. So, dann möchte ich hier noch das ablegen. Und das Medi-Paket natürlich auch. Nein, es ist Appell! Ich Dummbart! Scheiße! Ich bin dumm. Ich muss schnell hier reingehen. Okay, Klebeband will ich protecten eigentlich, aber... Ja, wobei, vielleicht kann ich das schnell hier bei Grasek reintun, alles. Schnell! Mach doch hinne! Mach doch! Junge, du kleiner Hurensohn! Alter, ich werde dich vermöbeln, Junge. Hör auf. Meine Fresse, Alter. Weh, das ist jetzt alles weg, Mann. Ich mach dich kalt, Mann. Nein, leg doch das Paket hin, du Hurensohn! Jetzt ist mir die Paket weg. Und das alles wird weg sein, nur wegen diesem Hurensohn von Staseki Grasek, Alter. Ich mach dich... Du wirst ins Gras beißen, wie es in deinem Namen sagt, du kleiner Hurensohn, Alter. Was denkt der, wer der ist? Mich anzugreifen, ey. Nur weil ich an seinen Schrank gehe. Wenn ich meine, an seinen Schrank zugehen, gehe ich an seinen Schrank. So hat er die Fresse zu halten, ey. Was denkt der, wer der Lappen ist, ey? Legst du mit einem falschen gestörten Kürbiskopf an. Ich weiß noch nicht, ob es noch andere gibt, aber trotzdem. Mit dem Char ist nicht, ist nicht zu, was zu machen. Also mit dem machst du keinen Molly. Machst du einmal mit dem, danach kannst du keinen Molly mehr mit dem machen. Was sich da nicht mehr gibt. So. Ja. Und halt auch, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass Appell ist, aber. Warum wird mir nach oben gezeigt, wenn ich zurück in die Zelle soll? Verdammte Scheiße. Das ist auch wild. Das ist auch ein Bug, ey. Ja, komm her. Hau den mit, K.O. Trottel. Ja! Nice! Alle K.O. Perfekt. Einzelhaft, ja. Ist okay. Ich hatte vergessen, dass du dann wieder ein Einzelhaft kommt. Das ist mir zu spät eingefallen und dann, ja, hast du eh schon zu spät. Aber ist eigentlich eh egal. Macht keinen Unterschied. So, nur, dass ich halt jetzt ein bisschen mehr Kartoffel chillen muss hier. Ja. Also haben wir die Einzelhaft auch mal gesehen. Oder erneut gesehen? Ich glaube erneut, ne? Ich glaube, es ist mir schon mal passiert, dass ich einen Appell verpasst habe, leider. Na gut, ne? Ich glaube, ich wäre auch eher tot geschossen werden, als wieder sich zum Appell geschafft habe. Aber wer weiß, wir werden es nie erfahren. Scheiße, scheiße. So viel geiles Zeug in der Zelle gehabt und jetzt weg, ey. Aber was greift mich dieser Stasek-Pisskopf auch an, ey? Dafür wird er bezahlen, ey. War nicht das letzte Mal, dass ich ihn K.O. geschlagen habe? Das war nicht das letzte Mal. Der wird sich wünschen, dass er eine neue Zelle verlegt wird, was halt hier unmöglich ist, leider, aber... Wäre halt geil, aber der wird sich echt wünschen, dass er in einer neuen Zelle wäre. Andererseits bringt mir das auch nichts, so deswegen. Ja, toll, dass das Spiel mal wieder rumpackt, ey. Gerade, weil eigentlich müsste das mir den Weg zu meiner Zelle zeigen, weil das ist sonst, wenn ich halt in Einzelhaft war, aber... Ja, gerade nicht. So. Kann Versprechen gegeben, du Arschloch. Vor allem, was stehst du an meinem Bett rum? Bist du schwul oder so? Ist ja in Ordnung, aber nicht mich anschwulen hier. Kann ich mich belästigen, Kollege. So, ja. So. Den Müll ins Klo werfen. So. Das ist alles seine Schuld einfach. So. Wobei, ich will wissen, was der Viehtreiber macht. Den habe ich noch nie hergestellt. Und ist das dann sowas wie ein Taser oder so? Könnte sein, oder? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, ich habe nie auf dem Hof gearbeitet.
So viel kann ich vorwegnehmen, aber gut, in Köln und auf dem Hof arbeiten wäre halt auch wild. Jetzt noch Wasser. Ja, nimm mal die durch, mir auch egal. Hauptsache, wir machen hier weiter und gönnen uns ordentlich. Aber egal, ich habe einen roten Key und das ist die Hauptsache eigentlich. Oder was heißt, ich könnte mir, eher gesagt, ich könnte mir halt einen machen. Ja, dann gönn dir mal Batterie. Noch eine Batterie. Klebeband. Ah, shit, eins haben wir ja verloren, leider. Aber egal, es ist mein Zelle und mein Inventar aufgeräumt und ich musste nichts dadurch machen, außer einen Fehler, den ich nicht wollte. Das fehlt noch dafür und eine Büroklammer. Boah, wie ich das behalten habe, ey. Wobei, nee, ich mach gerade einen Elektroschocker, wie ich meine, aber wir haben das Rezept noch nicht. Oder haben wir? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Nee, hier. Hier ist der. Das meint ja halt die ganze Zeit mit geiler Waffe und so. Ah gut, da wusste ich auch nicht, dass man hier den das hier machen kann. Nicht das hier, sondern das hier. Eisenstange? Achso, für Viehtreiber. Okay. Metallschlagstock brauchen wir. Stimmt ja. Da war ja was. Aber dann gib mal den roten Schlüssel her. Dann muss ich den nicht zum Entkommen. Dann teste ich, wie gut dieser eine ist und auch der Viehtreiber. Also, es wird beides getestet werden. Schau ich mal. Hier. So. Zack, so. Aber shit, die haben doch auch seinen Pult durchsucht. Das, was ich gemacht habe, hat wahrscheinlich auch keinen Sinn gemacht mit Star. Zack, du bist in der richtigen Zelle gewesen. Dum dum. Ja, haben sie. Okay. Besenstiel, keine Ahnung, ob ich den Besen, ob ich den brauche oder nicht. Ich glaube eher weniger. So. Wobei, ich brauche eine Waffe. Okay, auch das hier erstmal mitnehmen. Das da ablegen. Kurz, du machst dich zum Trottel, Schnauze. Sollst du sowieso nicht laut sagen bei dem Tja. Da sollte niemand irgendwas laut sagen. Wobei, was mache ich eigentlich? Ist auch falsch irgendwie. Weil eigentlich brauche ich das hier. Dann brauche ich das hier. Ich glaube, ich brauche noch eins dafür. So. Aber ich lasse dann auch am besten das Energiemodul hier. Das Klebeband hier. Eine Büroklammer. Kann ich auch mal am Boden wieder packen. Dann Bücher mitnehmen. Ah shit, die Zeit rennt mir schon wieder davon. Ich hasse das, dass das so schnell vorbeigeht mit der scheiß Zeit hier. Es ist kaum Zeit für irgendwas hier. Gepolstert. Ne, ich brauche hier die verstärkte. Gefütterte. Was ist denn nochmal die geilste hier? Ich weiß nicht mehr. Beschichtet vielleicht? Andererseits will ich kein Dings verwenden, kein Klebeband. Ja, aber muss ich wohl für alles, oder? Ja. Ja. Dann fällt das erstmal weg. Nein! Bist du behindert, Alter? Ich klatsche dich gleich weg, wenn du das noch einmal ablegst, du dummer Spasti, ey. Nur weil du ein Psycho bist, heißt das nicht, dass du dumm sein sollst, ey. Also echt, ey. Ja. Keine Ahnung. Erstmal zum Appell und dann denke ich Schlafenszeit leider. Ja. Aber ich könnte gucken, ob ich richtig liege. Und ich kann mir eine Waffe kaufen tatsächlich. Ich habe ja ein bisschen Cash. Mach dann noch ein bisschen Cash für die Aufträge, dann könnte ich Waffen kaufen. Das wäre die Idee. Erstmal schaue ich, ob das hier. Ja, es kann hier sein. Dass die super Leute hier sind. Aber hier ist ein Dings. Ob ich da irgendwie rumkomme? Was ist das hier? Etwas Hilfe für euch alle. Vergiss nicht auf deine Karte, bla bla bla, die du ausnutzen kannst. Ja, das lese ich jetzt nicht vor, das ist Standard-Scheiße. So, Peitsche für Leslie mitnehmen hier. Stimmt, gut, dass ich es gemacht habe, weil nicht, dass die hier das wegpacken jetzt. Junge, komm her. Spasti. Komm her. Ja, toll, den falschen erwischt, ey. Na, super. Egal. Er hat ja noch am nächsten Tag Zeit. Ich hoffe, ich ein bisschen besser performe als jetzt. Egal, wir werden sehen.